Das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, steht seit Jahrzehnten an der Spitze der wissenschaftlichen Forschung. Es beherbergt den Large Hadron Collider, den leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger der Welt, und hat einige der bahnbrechendsten Entdeckungen in der Physik gemacht. Ihre Experimente befassen sich mit den grundlegenden Gesetzen des Universums und untersuchen die elementarsten Bausteine der Materie und die Kräfte, die sie steuern. Bei einem so großen Forschungsgebiet gibt es jedoch zwangsläufig einige kontroverse Theorien und Spekulationen über den wahren Zweck des CERN. Eine der faszinierendsten Stimmen in diesem Gespräch ist die von Max Laughlin, einem jungen Genie, das mit seinen kühnen Behauptungen über die Organisation erneut Schlagzeilen machte. In diesem Video werden wir die wissenschaftlichen Errungenschaften des CERN und seine laufenden Experimente untersuchen und uns mit den faszinierenden Theorien von Max Laughlin über die wahre Natur seiner Forschung auseinandersetzen. Das CERN ist eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Einrichtungen der Welt. Mit einer Geschichte, die bis in die 1950er Jahre zurückreicht, hat das CERN eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung unseres Verständnisses der Teilchenphysik und der grundlegenden Bausteine des Universums gespielt. Das an der französisch-schweizerischen Grenze gelegene CERN hat sich vor allem auf die Teilchenphysik und die Erforschung der grundlegenden Naturgesetze konzentriert. Im Laufe der Jahre war das CERN für einige bahnbrechende Entdeckungen verantwortlich, darunter die Bestätigung der Existenz des Higgs-Boson-Teilchens. Trotz seiner wissenschaftlichen Errungenschaften stand das CERN auch im Mittelpunkt zahlreicher Verschwörungstheorien. Einige behaupten, dass die Experimente des CERN die Welt in Gefahr bringen, während andere glauben, dass die Organisation Teil einer globalen Verschwörung ist, um die Welt zu kontrollieren. Diese reichen von Andeutungen, dass die Organisation unheimliche Experimente durchführt, bis hin zu Befürchtungen, dass sie katastrophale Ereignisse wie schwarze Löcher oder Portale zu anderen Dimensionen auslösen könnte. Eine Person, die diesen Verschwörungstheorien neue Nahrung gegeben hat, ist Max Laughlin, ein Wunderkind, das einige kontroverse Behauptungen über das CERN und seine Aktivitäten aufgestellt hat. Bevor wir seine jüngsten Ansichten über das CERN offenlegen, sollten wir zuerst über ihn sprechen. Wunderkinder üben seit jeher eine große Faszination auf viele Menschen aus. Diese außergewöhnlich begabten Menschen verfügen oft über Fähigkeiten, die weit über ihr Alter hinausgehen, wie zum Beispiel fortgeschrittene musikalische oder mathematische Begabungen. Aber wie kommen sie zu solch bemerkenswerten Fähigkeiten? Liegt es an der Genetik, an Umweltfaktoren oder vielleicht an einer Kombination aus beidem? Während die genaue Ursache für außergewöhnliche Talente schwer zu bestimmen ist, steht eines fest: Die Leistung von Wunderkindern faszinieren und inspirieren uns immer wieder. Im Alter von 13 Jahren versetzte Max Laughlin die Welt in Erstaunen, als er eine Maschine mit freier Energie erfand, die die Lebensweise der Menschen revolutionieren könnte. Seine Intelligenz und Neugierde stiegen weiter an, als er älter wurde, und er wurde für seine bemerkenswerten Erkenntnisse über die Geheimnisse des Universums bekannt. Doch seine jüngsten Überzeugungen beunruhigen Experten auf der ganzen Welt. Max hat Videos aufgenommen, in denen er vor dem Large Hadron Collider und dem Portal warnt, das die CERN-Forscher geöffnet haben. Er behauptet, dass ihre Experimente die Struktur unserer Existenz bedrohen und uns in eine parallele Realität versetzen könnten. Seine Hypothesen über unsere Welt und das Paralleluniversum sind fesselnd und er wirft Fragen auf, die die Grundlagen der modernen Physik in Frage stellen. Bei Wunderkindern wie Max ist es klar, dass Brillanz keine Altersgrenze kennt, und wir können uns nur wundern, welche weiteren bemerkenswerten Ideen und Entdeckungen sie in der Zukunft machen werden. Seine jüngste alarmierende Vorhersage ist jedoch, dass die Experimente des CERN zur Entstehung eines schwarzen Lochs führen werden. CERN, eine Organisation, die den Large Hadron Collider nutzt, um subatomare Teilchen zu spalten, ist Gegenstand von Verschwörungstheorien. Während einige Experten diese Theorien zurückweisen, räumen andere ein, dass die Folgen der Experimente noch unbekannt sind. Mit seiner Intelligenz und seinen unkonventionellen Ideen hat Max Laughlin die Aufmerksamkeit von Menschen auf der ganzen Welt auf sich gezogen, und seine Ansichten über die Experimente des CERN haben Kontroversen und Diskussionen ausgelöst. Er behauptete, dass die von der Maschine durchgeführten Experimente das Universum erschüttert haben könnten, was dazu führte, dass die Menschheit in einer parallelen Realität existiert. Max zufolge gibt es im Multiversum unzählige Paralleluniversen, sowie es eine unendliche Anzahl von Universen gibt. In jeder Realität werden wir in eine unendliche Anzahl von Parallelrealitäten gestoßen. Er erklärte, wir hatten eine ursprüngliche Zeitlinie, aber sobald die Anomalie während des Experiments auftrat, wurden wir endlos in eine unendliche Anzahl von Paralleluniversen katapultiert.
Während wir sprechen, verschiebt sich die Realität irgendwo auf dem Weg in ein anderes Universum. Diese Darstellung von grenzenlosen Universen ist unsere gegenwärtige Realität. Es ist wahrscheinlich, dass die Wissenschaftler des CERN diese Anomalie im Raum-Zeit-Kontinuum bemerkt haben. Nachdem sie die Anomalie entdeckt hatten, veränderten sie diese historischen Ereignisse und bewiesen damit, dass die Realität nicht so ist, wie wir sie wahrnehmen. Diese Idee stützt Berichte, wonach die Europäische Organisation für Kernforschung an der Schaffung von Portalen arbeitet und diese modifiziert, um das Universum zu verbinden. Max untermauerte sein Argument, indem er erklärte, dass diese Vorstellungen von der Öffnung von Portalen am CERN darauf hindeuten, dass es neben uns andere Universen gibt, was er mit seinem Konzept des Mandela-Effekts in Verbindung brachte. Kürzlich gab er auch bekannt, dass die CERN-Experimente zur Schaffung eines schwarzen Lochs führen würden. Aber werden die CERN-Experimente zur Entstehung eines schwarzen Lochs führen? Es gibt viele Verschwörungstheorien zu den CERN-Experimenten und eine der häufigsten ist, dass der Large Hadron Collider ein schwarzes Loch erzeugen wird. Die Idee ist, dass der LHC so leistungsstark ist, dass er ein winziges schwarzes Loch erzeugen könnte, das dann wachsen und die Erde verschlingen könnte. Experten haben jedoch erklärt, dass dies höchst unwahrscheinlich ist, dass sich das schwarze Loch dazu sehr nahe an der Erde befinden müsste und es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist. Trotzdem sind viele Menschen besorgt über die Möglichkeit der Entstehung eines schwarzen Lochs. Einige Verschwörungstheoretiker glauben, dass die Wissenschaftler am CERN absichtlich versuchen, ein schwarzes Loch zu erzeugen. Entweder zu ihrem eigenen Vorteil oder als Teil eines finsteren Plans zur Zerstörung der Erde. Andere glauben, dass das schwarze Loch durch einen Fehler der Wissenschaftler versehentlich entstanden sein könnte. Die Angst vor der Entstehung eines schwarzen Lochs hat zu zahlreichen Klagen und Protesten gegen das CERN geführt, wobei einige Gruppen die Schließung des LHC forderten. Die Wissenschaftler am CERN haben jedoch ihre Experimente fortgesetzt und erklärt, sie seien von der Sicherheit ihrer Arbeit überzeugt. Max Laughling glaubt, dass der Large Hadron Collider die Maschine war, die die Menschheit in ein neues Universum geführt hat. Der von der Europäischen Organisation für Kernforschung errichtete Large Hadron Collider ist der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Es handelt sich um einen kreisförmigen Tunnel, der sich über eine Länge von etwa 17 Meilen erstreckt und etwa 50 bis 175 Meter unter der französischen und schweizerischen Grenze liegt. Die Maschine ist darauf ausgelegt, zwei Teilchenstrahlen aufeinanderprallen zu lassen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf Atome und Moleküle sowie die physikalischen Ergebnisse zu beobachten. Trotz Laughlins Theorie gilt der Large Hadron Collider seit der Präsidentschaft von Bill Clinton als potenzieller Zerstörer. Als sich die Maschine noch in der Planungsphase befand, warnten zahlreiche Experten davor, dass sie ein schwarzes Loch erzeugen könnte, das unsere Welt verschlingen könnte. Diese Bedenken veranlassten Francesco Calogero, Kernphysiker an der Universität Rom und Mitpreisträger des Friedensnobelpreises 1995, im Jahr 2000 einen Artikel mit dem Titel »Könnte ein Laborexperiment die Erde zerstören?« zu veröffentlichen. Der Artikel löste eine nicht enden wollende Reihe von Debatten darüber aus, ob der Large Hadron Collider die Zerstörung unserer Welt verursachen würde oder nicht. Der Artikel löste viele Diskussionen aus und wurde 2009 sogar in John Olivers Sendung »The Daily Show« gezeigt. In der Sendung sprach John Oliver mit einem Physikprofessor, der behauptete, dass das Experiment eine 50-50 Chance hätte, ein starkes schwarzes Loch zu erzeugen, das die Erde auslöschen könnte. Um die Behauptungen zu überprüfen, befragte John Oliver Experten, die am Large Hadron Collider Projekt am CERN arbeiteten. Die Wissenschaftler widersprachen der Behauptung des Professors und erklärten, dass der Large Hadron Collider nicht als zerstörerische Maschine konzipiert wurde, sondern der gründlichen wissenschaftlichen Forschung diente. Auf die Frage nach dem Mandela-Effekt erklärte Max, dass er an dessen Existenz glaube. Der Mandela-Effekt ist ein Phänomen, bei dem sich eine große Gruppe von Menschen kollektiv falsch an eine Tatsache oder ein Ereignis erinnert und oft glaubt, dass es sich anders zugetragen hat, als es tatsächlich der Fall war. Der Name Mandela-Effekt kommt von dem weit verbreiteten Glauben, dass Nelson Mandela in den 1980er Jahren im Gefängnis gestorben ist, obwohl er in Wirklichkeit 1990 entlassen wurde und 2013 verstorben ist. Max Laughlin hat den Mandela-Effekt mit seinen Theorien über Paralleluniversen in Verbindung gebracht. Er argumentiert, dass das Phänomen auftritt, weil Menschen zwischen Paralleluniversen wechseln, was dazu führt, dass die Erinnerungen an Ereignisse von der Realität abweichen. Laughlin vermutet, dass der Large Hadron Collider eine Rolle bei der Entstehung dieser Verschiebungen gespielt haben könnte und dass die dort durchgeführten Experimente zu weiteren Veränderungen in unserer wahrgenommenen Realität führen könnten.
Er vermutet auch, dass diese Verschiebungen andere mysteriöse Ereignisse erklären könnten, wie das Auftauchen neuer geografischer Orte oder Veränderungen in historischen Aufzeichnungen. Obwohl viele Wissenschaftler Laughlins Behauptungen skeptisch gegenüberstehen, haben seine Ideen eine Debatte und Spekulationen unter denjenigen ausgelöst, die sich für das Konzept der Paralleluniversen und die Natur der Realität interessieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das CERN, der Large Hadron Collider und der geniale junge Geist von Max Laughlin mit ihren bemerkenswerten Geschichten die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen haben. Die Möglichkeit der Entstehung eines schwarzen Lochs oder der Öffnung eines Portals zu einem Paralleluniversum hat im Laufe der Jahre zahlreiche Verschwörungstheorien und Befürchtungen genährt. Während die wissenschaftliche Gemeinschaft am CERN der Öffentlichkeit versichert, dass ihre Experimente sicher sind, haben Leute wie Max Laughlin ihre eigene Sichtweise zu diesem Thema. Seine Ideen über den Mandela-Effekt und die Möglichkeit unendlicher Paralleluniversen haben dem ohnehin schon faszinierenden Thema CERN und seine Experimente eine weitere Ebene hinzugefügt. Unabhängig davon, was man von diesen Theorien und Ideen hält, bleibt die Tatsache bestehen, dass die am CERN geleistete Arbeit die Grenzen des menschlichen Wissens und des Verständnisses des Universums verschiebt. Nur die Zeit wird zeigen, welche neuen Entdeckungen gemacht werden und welche Auswirkungen sie auf die Menschheit haben werden. Schreibt uns eure Meinung zum CERN und seinen Aktivitäten in die Kommentare.